da hat kein Diesel mehr an, kein Präsident muss ja da russisch durch die Ukraine, wartet auf ein Gastopin. Der Johnson liegt schon bald da red und glaubt die Mama merkt es nicht, der Biden ist schon lang senil oder einfach grenzdebil. Unter Blade Kim Jong-Un schaut Pressen beim Verhungern zu. Ich frag mich, wie kann das sein? Wem fällt denn so viel Scheißdreck ein? Strom und Gas, da zahlt's bald nicht, weil alles einfach runtergeht. Auf der Tankstelle brennst die nieder, weil der Euro fällt schon wieder. Beim Wirt, da zahlst zwei Glaseln Wein, nur mehr mit einem blauen Schein. Und im Kino in der letzten Reihe ist für ein 20er nichts dabei. Man sieht dort, wie die Wirtschaft brummt, nur nicht. Jetzt von Lohna kommt, zu dann bringt nix, wird nicht reichen, dass sie alle Bücher schleichen. Leichter ist es, gebe ich zu, das ist der Grund, warum ist der. Ich glaube, ich darf nicht Zeit zum Lesen, war ich nicht so fertig gewesen. Ich mein, zuerst hat man uns erzählt, dass uns die ÖGK noch fehlt. Wir werden sie viel Geld ersparen, eine Milliarde, enorm. Nur leider hat man übertrieben, nix ist nämlich überblieben. Statt weniger kommt jetzt mehr um 1.200.000 die Vergabe. Wie man weiß, war ebenfalls kein kleiner Scheiß. Die Partei vom kleinen Mann vollzog den großen Masterplan. Die Millionen sind geflossen, die Rechnung hat man weggeflossen. Vor 25 Regierungsjahr, da fährt man nicht. Doch damals war da, denk ich, na, das ist zum Schreien. Kann man da noch Wöller sein? Das Klima wird auch dauernd wieder, ständig selten Schreckensbilder. Doch die Rettung unserer Welt geht ein bisschen zu viel ins Geld. Drum wird die Kohle aktiviert, bis Putin diesen Krieg verliert. Auch Corona gibt's noch immer, wo man hinschaut, alles wird schlimmer. Irgendwie glaub ich ja nicht, dass uns bald wieder besser geht. Drum spiel ich Lotto jede Woche und hoffe, ich werd einen Sechser machen. Steig ich aus dem System und wir auf eine Insel gehen. Ich schick euch dann eine liebe Karten von mir in meinen Schreberkarten. Wer will, kann mich dann gern besuchen. Ich bin das Kaffee und Kuchen.